Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht von mir. Es ist schon wieder Mitte Februar und da hat sich einiges angesammelt. Seid gespannt und bleibt dran. Als erstes habe ich aufgebraucht Honey Touch von Rituals. Das ist eine ganz tolle Körpercreme mit indischer Rose und Himalaya Honig. Und ich muss ehrlich sagen, die riecht so, so gut und die kaufe ich auch jedes Jahr mindestens 2-3 Mal nach. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Schaut mal bei Rituals vorbei und holt euch die Honey Touch. Dann habe ich einige Produkte zum Abschminken genommen. Einmal das klärende Waschgel mit Fruchtsäure von Balea. Da muss ich sagen, das ist wirklich ein gutes Waschgel, verfeinert auch wirklich die Poren, aber es riecht halt so ein bisschen nach Reiniger. Also es hat so einen komischen Zitrusduft und das gefällt mir jetzt nicht ganz so gut an dem Produkt. Aber ich habe es auch schon mehrfach nachgekauft und finde es an sich ganz gut, bis auf den Geruch. Dann habe ich verbraucht natürlich den Augen-Make-up-Entferner von Balea. Den nehme ich fast jeden Tag her und der ist wirklich sehr, sehr gut. Man kriegt auch wasserfestes Augen-Make-up damit ab. Ein Produkt, was man immer wieder kaufen kann. Die 3-in-1 Reinigungstücher von BB genommen. Und die sind für empfindliche und trockene Haut. Und ich muss sagen, die verwende ich wirklich täglich, einfach um das grobe Make-up abzubekommen. Und dann eben mein Gesicht richtig zu waschen und tiefen zu reinigen. Dann habe ich von She Care Professional Hair Care. Das hatte ich mal auf einer Messe gekauft von der Firma Inebria. Das seht ihr hier, Inebria. Und da muss ich ehrlich sagen, das ist so eine Deep Reconstructor Mask. Und die ist sehr, sehr gut. Also die kann ich wirklich empfehlen. Die hat auch ganz, ganz lange gehalten. Es waren jetzt 300 Milliliter. Und macht die Haare schön geschmeidig. Ein tolles Produkt. Dann habe ich von Syos dieses Trockenshampoo verwendet. Das ist das Volume Lift Dry Shampoo. Und dazu muss ich ehrlich sagen, das hat mir gar nicht gefallen. Also, hier steht ein extra Tag Frische und Volumen und gerade mal einen Tag hat es auch gehalten. Also da habe ich bessere Trockenshampoos, auch günstigere gefunden, die wesentlich besser sind und wo man 2-3 Tage dann nicht die Haare waschen muss unbedingt. Bei dem bin ich jetzt etwas enttäuscht, deswegen von Syos, das würde ich nicht nochmal nachkaufen. Dann habe ich von Isana die Winterdusche verwendet. Die hat einen sehr angenehmen Geruch, ist von Rossmann mit sinnlichem Vanille- und Karamellduft. Fand ich jetzt im Winter ganz schön und kann man, wie gesagt, in der Winterzeit machen. Ist auch eine limitierte Edition gewesen und eine ganz normale Dusche halt, nichts Dramatisches. Dann gehe ich ja immer sehr, sehr oft baden. Und da habe ich einmal das Mandelblütenölbad benutzt von TTZ. Das ist sehr, sehr schön und pflegt wirklich die Haut. Was ich daran nicht empfehlen kann, ist wirklich die Haare im Wasser zu waschen, also in der Badewanne. Weil die werden dann ganz, ganz ölig und fettig und dann könnt ihr jeden Tag Haare waschen. Also es macht keinen Sinn. Lieber das Ölbad so genießen, ohne Haare zu waschen, und Haare waschen lieber unter der Dusche. Dann habe ich auch noch weiterhin von TTZ das Erholung und Regenerationsbad verwendet. Das ist sehr schön, riecht so ein bisschen nach Orange und hat mir wirklich gute Entspannung verschafft. Dann habe ich von Swiss Opal das klassische Trockenshampoo, was wirklich schon jeder kennt, verwendet und muss sagen, das ist eines der Produkte, die ich häufiger nachkaufe und kann ich wirklich empfehlen. Ist ein gutes Produkt für frisches und luftiges Haar. Dann habe ich das Reinigungsgel verwendet mit Salbei und Traube von Primavera. Und dazu muss ich sagen, diese ganzen Naturprodukte kann man mögen, muss man aber nicht. Es reinigt halt nicht so tief. Es ist halt für jeden Tag abends okay zum Nehmen.
Aber ich muss sagen, so tiefenreinigend und bei meiner Haut, die ist ja eh so ein bisschen anfällig für Unreinheiten. Deswegen bin ich jetzt nicht ganz so zufrieden mit dem Produkt gewesen. Wer aber Naturkosmetik mag, der wird dieses Produkt auch lieben. Und vor allen Dingen, wenn man sich nicht so zukleistert wie ich, also wer jetzt nicht so viel Make-up trägt wie ich, der kriegt da bestimmt auch seine Haut besser rein damit. Dann habe ich ein Körperöl verwendet mit Grapefruit und Rose von Oliveda. Ich glaube, die riechen auch sehr nach Olivenöl. Und deswegen dieser Grapefruit-Rose-Duft kommt da jetzt nicht ganz so zum Vorschein. Aber dennoch ein sehr gutes Produkt. Also auch das Öl ist sehr hochwertig, will ich damit sagen. Von Müller Pflanzenkosmetik ein Mandelöl für sensible und raue Haut. Im Winter habe ich ja immer das Problem, dass meine Haut wirklich sehr trocken ist. Und dieses ist halt jetzt kein so hochwertiges Öl, aber hat trotzdem seinen Zweck erfüllt und für zwischendurch kann man das echt hernehmen. Wie gesagt, ist mild und regenerierend. Dann habe ich das Körperöl Lavendel und Vanille von Oliveda verwendet. Bei diesem Lavendel und Vanille besteht auch nicht das Problem, dass es irgendwie nach diesem Olivenöl riecht, sondern es riecht wirklich nach Lavendel und Vanille und daher kann ich es sehr empfehlen. Dann habe ich von Ahava das Tri-Oil Body Mist verwendet. Und da muss ich sagen, das ist mit Mandarine und Zedernholz. Und es riecht sehr, sehr gut. Also das liebe ich über alles. Ist ein tolles Produkt und habe ich mir auch schon wieder nachgekauft. Kann ich also jedem empfehlen. Dann habe ich eine Ampulle verwendet von Hildegard Braukmann. Da hat man hier so ein paar Milliliter Abstriche. Das ist eine Lifting-Effekt-Ampulle. Die solltet ihr wirklich erst so ab 30 verwenden und die hält auch nur einen Monat ab Öffnung. Von der Ampulle ist jetzt nichts Großartiges. Also ich habe jetzt nicht den Super-Lifting-Effekt gespürt. Bei Naturprodukten ist der Effekt meistens auch nicht nach der ersten Anwendung zu sehen, sondern da braucht man mehrere Anwendungen. Aber ich fand das Produkt ganz gut und deswegen kann ich es auch empfehlen. So ihr Lieben, ich hoffe, euch hat mein Aufgebraucht Februar 2016 gefallen. Wenn ja, dann gebt unbedingt einen Daumen hoch. Schaut auch weiterhin meine Videos und über jedes Abo freue ich mich natürlich sehr. Und wünsche euch erstmal noch einen schönen Tag. Bis bald. Tschüss.